Was geht ab, Leute? Willkommen wieder mal bei der nächsten What's Next Episode. Diesmal, wir fangen ein ganz neues Format an. Die Pre-Show. Das wird etwas sein, wo wir über MMA-Events weltweit reden werden. Fokus hierbei natürlich auf die UFC, PFL, Brave, Bellator, die jetzt zu PFL gehört, und weitere große Promotions. Wir fangen auch hiermit direkt an, denn die UFC 97 steht vor der Tür. Sean Strickland gegen Du Plessis in Toronto. Bevor wir aber auf den Main Event eingehen, es gibt zwei Prelim-Kämpfe, die ich wirklich sehr gerne erwähnen möchte. Das ist einmal der Fan-Favorite Charles Jourdain, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der kämpft nämlich gegen Sean Woodson. Das ist ein Federgewichtler, der Charles. Ich weiß leider nicht, wie viel der gerade steht. Hab mich noch nicht so ganz beschäftigt mit den Leuten. Aber soweit ich sehe, ist eine komplette Bilanz 15 Siege und 6 Niederlagen. Der wird kämpfen gegen einen 10-1er. Ich weiß nicht, was der Fan-Favorite so viel getan hat, dass ihn so viele mögen. Aber es ist anscheinend so. Und bin auf jeden Fall auch hyped drauf auf diesen Kampf. Denn ich habe mir nur ein bisschen was angeguckt gehabt. Wird schon ein cooler Fight. Aber auf den Prelim-Kampf, auf den ich am meisten gespannt bin, ist Brad Katona. Wer Brad Katona nicht kennt, der hat jetzt schon das zweite Mal den Ultimate Fighter-Titel gewonnen und ist auch aus dem SBG-Gym, ist ein Trainingspartner von Conor McGregor. Das wird ein geiler Fight. Das ist ein Bantam-Weightler. Der kämpft gegen Garrett Armfield. Der Garrett, der steht 9-3 und Brad steht 15-2. Warum der aus der UFC geworfen wurde, dass er nochmal bei Ultimate Fighter mitmachen sollte, sozusagen, habe ich nicht ganz verstanden. Brad hat eigentlich immer überzeugt und gewonnen. Nur das einzige Ding ist, dass der Brad, man sagt, ein bisschen langweilig kämpft. Aber ich mag ihn, weil sein Fight Spirit ist geil. Und SBG ist ein geiles Gym. Ist ein gutes Gym. Europaweit natürlich einer der besten. Und dementsprechend freue ich mich auf diesen Fight. Solltet ihr euch auch. Guckt euch die zwei Premium-Kämpfe auf jeden Fall an. Kommen wir zum Main Card. Und die hat es wirklich in sich. Also ich finde die Card geil. Die Leute, die ich auch ich gerne die UFC angucken, sagt mir mal Bescheid bitte in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Denn einer meiner Lieblinge, Arnold Allen, der auch befreundet ist mit unserem Thomas Paul aus London, wird fighten gegen den sehr starken Russen Movsar Evloev. Arnold Allen steht auf Platz 4 der Featherweight Rankings und Movsar auf Platz 9. Ungeschlagener Russe, starker Stil, sehr starker Stil. Aber Arnold ist ein richtiger Brecher, also ist ein richtig geiler Striker. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Fight. Wen seht ihr da vorne? Also mein Herz sagt Arnold, expertentechnisch wird es ein sehr harter Kampf, wirklich ein sehr harter Kampf für unseren Freund aus England. Aber mal sehen, es kommt darauf an, Style-Max-Fights. Also wenn der Arnold sein Ding durchziehen kann, wird er das auf jeden Fall auch reißen. Kommen wir zum nächsten Fight. Chris Curtis! Der ist geil. Das ist der Trainingspartner von Strickland, ist auch aus dem Extreme Couture. Ist ein richtig geiler Typ. Wirklich, ist auf Platz 14 gerankt im Middleweight. Kämpft gegen Marc-André Barriot. Ist ein Kanadier und steht 16-6. Curtis 30-10, ist ein richtiger Veteran. Ich bin gespannt auf den Kampf. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgehen wird. Dafür kenne ich beide ein bisschen zu wenig. Ich finde Curtis als Typ auf jeden Fall richtig geil und drücke ihm natürlich die Daumen. Wird aber auch ein guter Kampf, weil wirklich die Fights sind alle geil. Ich bin auch froh, dass Kanada die Chance kriegt, sich wirklich so zu zeigen, sage ich mal. Kommen wir zum nächsten Welterweight-Fight. Und das ist ein Name, den viele kennen durch Khamzat Chimaev. Das ist Neil Magny. Ihr solltet den kennen, weil Khamzat wollte ihn immer haben. Und soweit ich weiß, hat Neil sogar zugesagt. Ne? Das ist ein geiler Typ. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn allround-technisch wirklich gut. Steht auch gut da mit seiner 28-12, also als Veteran steht er gut da. Sein Gegner, frischer Wind, 10 Siege, eine Niederlage nur, das ist der Mike Mellott. Ich habe Bock auf den Kampf. Neil ist ein bisschen größer als der Kanadier und hat eine viel größere Reichweite. Auch die Beine sind auf jeden Fall länger. Ich denke, es wird ein geiler Kampf und ich denke, es wird auch mehr ein Banger im Stand, um ehrlich zu sein, mit ganz wenigen Clinch-Situationen. Und ich denke, Neil macht es. Entweder dritte Runde, denke ich, oder via Decision. Eins von beiden. Aber ich sehe den Mike eigentlich nicht diesen Sieg holen. Was ich immer finde bei so jüngeren Leuten, die so krass, fresh, neu in der Szene sind und so krasse Prospects sind,
ich denke, die haben die größte Chance zu gewinnen in der ersten Minute, weil die so elektrisierend sind, so dynamisch, so richtig Bock drauf haben. Und dementsprechend denke ich, dass die einzige Chance für den Mike, also die realistische Chance in meinen Augen ist, den Kampf in der ersten Minute zu finishen oder in den ersten zwei Minuten. Also früh auf jeden Fall. Kommen wir zu einem Frauenkampf im Bantamweight. Das ist der Title Fight zwischen Pennington und Bueno Silva. Die Mayra Bueno Silva, die kenne ich nicht so gut. Ich verfolge Women MMA momentan ein bisschen weniger, aber die Pennington kenne ich und die ist stark. Ich habe richtig Bock auf den Kampf. Ich meine, wenn ihr euch die Odds anguckt, ist auch sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Pennington hat eine 15-9, die Bueno Silva hat eine 10-2. Soweit ich weiß, trainiert die Silva sogar mit der, oh, wie war ihr Name nochmal? Juliana Penna. Soweit ich weiß. Und ich denke mal, die Silva ist natürlich Brasilianerin, aber auch durch einfach das Team, dass sie einfach im Grappling stärker ist. Pennington hat die Stärken eher im Stand. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf den Fight. Ich habe Bock auf den Fight. Generell gucke ich mir Frauen-MMA nicht so an, aber ich sage euch eins, die Frauen geben sich mehr. Das wisst ihr auch. Die Frauen hauen sich wirklich mehr in die Fresse und da gibt es nicht so viele Finishes, so bei TKO und so, aber dafür gibt es Gemetzel bis zur Punktentscheidung. Darauf habe ich Bock. Kommen wir zum eigentlichen Fight. Ein Kampf, auf den ich mich brutal, brutal freue dieses Jahr. Sean Strickland gegen Dricos du Plessis. Ich muss sagen, ich habe vielleicht jetzt ein paar Hater, aber ich mag du Plessis nicht. Also wirklich nicht. Seit KSW schon nicht. Der hat ja gegen Roberto Soldic gekämpft, zweimal. Soweit ich weiß, hat er sogar, genau, der hat einmal durch K.O. gewonnen in der zweiten Runde und einmal durch K.O. in der dritten Runde verloren. Ich mag den nicht. Ich mag den als Typ nicht. Ich mag seinen Stil jetzt nicht so ganz. Okay, gegen Whittaker hat er mir gefallen vom Stil her. Aber an sich mag ich nicht so. Sean Strickland mag ich. Ist ein richtig geiler Kämpfer. Ist ein richtig geiler Dude, der ist verrückt. Der sagt, was er denkt, direkt ohne nach. Also das, was in seinem Kopf kommt, haut er direkt raus. Er überlegt nicht, ob es Sinn macht. Er überlegt nicht, ob es Konsequenzen geben wird. Ich finde ihn geil. Boxerisch, eine Macht. Ich habe so Bock auf den. Ich habe den sehr spät erst sozusagen auf dem Schirm gehabt, so richtig. Aber als er damals diesen Gegner angeschrien hat, mit Let's go, boy! Und das war ein geiler Kampf. Das war ein geiler Kampf. Und ich muss sagen, auch gegen Abus, ich mag Abus übertrieben, aber ich wusste, das wird nicht so leicht. Weil Strickland ist, viele unterschätzen den. Das ist so ein Volumenfighter. Das ist ein Volumenfighter, der gibt dir die ganze Zeit Pressure, den kriegst du da nicht weg. Und das ist ein geiler Fighter. Er hat meinen Lieblingskämpfer, Adesanya, leider sehr bloßgestellt, sage ich mal. Aber hat mich da als Fan gewonnen, definitiv. Wirklich auch als privaten Fan. Ich finde den richtig geil. Und ich muss sagen, ich habe den kennengelernt. Damals war er noch ein Niemand. Was heißt Niemand? Er war schon krass. Aber damals war er, ich glaube, noch nicht mal Top 7 oder 8. Dana White Contender Series in Vegas 21. Er stand vor mir, also direkt draußen an der Tür. Ich war drinnen und ich sehe, der ist am Telefonieren. Und ich denke mir, soll ich mit ihm reden? Soll ich nicht? Und war am Telefon, dachte ich, scheiß auf den. Weil, der ist ja eh nicht so krass. Da waren ganz andere Leute. Zum Beispiel Deontay Wilder habe ich ja Fotos gemacht. Aber Sean wollte ich erstmal nicht. Ich beiß mir bis jetzt auf die Zunge, dass ich kein Foto gemacht habe. Weil der hat mich wirklich als Fan gewonnen. Es wird ein geiler Kampf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sean das Ding macht. Was soll Dricos machen? Soll er ringen? Will er Sean versuchen zu ringen und in der Fetch zu machen? Ich denke nicht. Ich denke, Sean wird das Ding machen. Vorzeitig, aber in den späteren Runden. Das ist das, was ich denke. Ich muss aber auch sagen, Dricos ist auf jeden Fall tough. Aber Sean, aus der Expertensicht, Sean hat gerade diesen Hype. Sean ist gerade confident. Übertrieben confident. Es wurde sehr persönlich. Da sind sehr viele Emotionen im Spiel. Aber Sean kann eher die Emotionen kontrollieren, denke ich. Das nur, weil er draufgehauen hat, das ist er. Das hat nichts mit Emotionen zu tun, dass er so asozial ist. Aber Sean sollte das machen. Also aus Expertensicht denke ich, dass Sean macht das. Auf jeden Fall. Der lässt sich jetzt nicht von Du Plessis fertig machen und lässt sich den Titel verlieren. Ich habe auch Bock auf den Kampf gegen Khamzat. Das wird ein richtig geiler Kampf. Viele sagen, das Sparring war so. Ich habe keine Ahnung, wir waren nicht dort, aber ich denke auch nicht, dass der Khamzat den Sean so easy wegringen würde die ganze Zeit. Vor allem vergiss nicht, das ist ein 5-Runder und Sean hat eine miese Ausdauer. Ich habe richtig Bock drauf. Es ist bald soweit. Die kämpfen heute Nacht. Schreibt doch mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer gewinnt?
Wer gewinnt das Main Event? Wer gewinnt in den Main Fights? Schreibt es in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen interagieren. Es ist ein neues Format. Mal gucken, wie es ankommt. Ich hoffe, euch gefällt es. Denn ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und wir hören auf jeden Fall nicht damit auf. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und ganz wichtig, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sind raus.